Guten Morgen, Herr Doktor. Sie sind zu spät. Es tut mir wirklich leid, Herr Doktor. Residenz Dr. Magel? Reinhard! Lorenz! Überraschung! Warum bist du hier? 70 Jahre! Bei so einem Event muss ich doch dabei sein. Alles Gute zum Geburtstag, Herr Doktor. Wollen Sie hier jemanden verbrennen? Du bist ein altes, zynisches, griesgrämiges Ekel geworden. Herr Dr. Nagel hatte vor einiger Zeit einen schweren Infarkt. Ich habe ihm nahegelegt, sich körperlich zu betätigen und dadurch seinen Zustand zu verbessern. Noch einen Infarkt wird er nicht überleben. Glauben Sie, ich weiß nicht, was hier vor sich geht? Was hier vor sich geht? Das ist mein Haus und kein Bordell. Ich bin 2 Tage hier. Und in diesem Zeitraum hole ich dich aus deinem Schildkrötenpanzer, ob du willst oder nicht. Das bin ich dir schuldig. Warum kannst du dich aus der ganzen Sache nicht einfach raushalten? Überhaupt! Das gibt's ja nicht, Lena! Du musst unbedingt kommen, bist unser einziger Gast. Bisher außer mir natürlich. Ich hab gelernt zu tanzen. Und? Hat sich dein Taktgefühl verbessert? Ich fürchte nicht. Lorenz, zurück! Wir tanzen einen Walzer. Wieder lang, bam, bam. Nehmt ihr jetzt die Pferde? So, auf das Geburtstagskind. Auf das Geburtstagskind. Sag, was soll der Lärm? Das ist kein Lärm, das ist Rap. Komm! Was tätest du, wenn du etwas machen könntest, wozu du noch nie die Gelegenheit hattest? Was ist passiert? Sie ist gegangen. Lorenz, wir sind 2 alte Säcke, die darauf warten, dass Gott sie erlöst. Und das will ich verdammt noch mal mit Würde tun. Alterina, ich habe dir einen Tanz versprochen. Darf ich bitten? Auf uns. Ja. Auf uns, ja.